Ja, hallo. In den nächsten Videos geht es um die komplexe Exponentialfunktion und in diesem ersten Video wollen wir das Bild der komplexen Exponentialfunktion ermitteln, also das Bild in der W-Ebene. Gut, wir haben also die komplexe Exponentialfunktion, also die Funktion e hoch z, wobei z eine komplexe Zahl ist. Diese komplexe Zahl schreiben wir mal ausführlich als x plus i mal y. Ja, also das ist üblich, wenn die komplexe Zahl z heißt, dann heißt der Realteil x und der Imaginärteil y. Ja, dann hat man alle drei Buchstaben hintereinander, x, y, z. Das ist so üblich, die x und y zu nennen. Gut, in der Schule, da habt ihr Potenzgesetze durchgenommen, zum Beispiel dieses hier. A hoch m plus n ist a hoch m mal a hoch n. Ja, und dieses Gesetz wende ich hier auf diese Potenz an, dann erhalte ich e hoch x mal e hoch i mal y. Okay. So, das, was wir hier erhalten haben, ist die Exponentialschreibweise einer komplexen Zahl. Ja, die Exponentialform. Ich schreibe es mal drüber. Exponentialform. Ja, und bei der Exponentialform, da habe ich einmal einen Betrag. Der erste Faktor ist der Betrag. Der Betrag der komplexen Zahl. Und der im Exponenten ist der Koeffizient von i, also der Koeffizient der imaginären Einheit, das ist der Winkel. Also y ist der Winkel. Gut, jetzt wird der Anfänger sagen, das sieht aber nicht so aus wie die Exponentialform, weil hier müsste ja eine Zahl stehen, ne? Also unter Exponentialform hat man meistens sowas hier im Kopf. 42 mal e hoch i mal phi. Ja, aber wenn ich hier für x eine konkrete Zahl einsetze, ne, wenn x zum Beispiel 0 ist und ich setze das da ein, dann habe ich e hoch 0 und das ist 1. Dann habe ich hier einmal e hoch i mal phi. Ja, also da darf man sich durch diese e-Funktion hier nicht irritieren lassen. Da kommt ja in diesem Ausdruck kein i drin vor und deshalb ist das einfach nur eine reelle Zahl. Ne, und somit ist das der Betrag. Gut, jetzt werden wir beginnen. Das heißt, wir werden verschiedene komplexe Zahlen z nehmen, die hier einsetzen und dann gucken, was das Ergebnis ist. Und diese Zahlen z, die wir uns aussuchen, die schreibe ich hier in die z-Ebene. Ja, die male ich mal, wo male ich sie mal hin? So, das ist die z-Ebene. Und die wird abgebildet auf die W-Ebene. Da kommen dann hier die Ergebnisse rein. Wo schreibe ich die mal hin? Die schreibe ich mal hier hin. Ja, und da muss ich natürlich noch hinschreiben, das ist die W-Ebene. Ja, okay. Wir beginnen, indem wir für z die einfachste komplexe Zahl einsetzen, die man sich vorstellen kann, nämlich 0 plus 0i. Ja, das heißt, mein Realteil ist 0 und mein Imaginärteil ist auch 0. Ja, also wo muss ich die einzeichnen? In den Ursprung. Und das mache ich jetzt mal in Blau. Also das Koordinatensystem, falls ihr farbenblind seid, das ist hier schwarz. Die gaußsche Zahlenebene, die habe ich in schwarz gezeichnet. Ja, und der Punkt 0, 0, der ist jetzt blau. So, jetzt frage ich mich, also z ist 0, 0, ne? Wie groß ist e hoch z? Ja, e hoch z habe ich ja in dieser Form hier geschrieben. Und wenn ich jetzt 0, 0, ne, x gleich 0, y gleich 0 hier einsetze, erhalte ich e hoch 0 mal e hoch i mal 0. Ja, und e hoch 0 ist 1. Das heißt, ich weiß schon mal, mein Betrag hier ist gleich 1. Das heißt, mein Ergebnis wird irgendwo auf den Einheitskreis liegen. Ja, ich schreibe es mal dahin, das ist hier der Einheitskreis.
Ne, hier ist 1, hier ist minus 1 und so weiter. Gut, dann habe ich ja hier noch eine 0 für y und weil das der Winkel ist, habe ich den Winkel 0. Das heißt, die komplexe Zahl, oder besser gesagt, der Zeiger wird so aussehen. Ja, also mein Ergebnis, das liegt hier. So, und den Einheitskreis mache ich jetzt mal wieder weg, weil den Platz brauchen wir gleich noch. Und das kann ich hier auch wieder wegwischen, das war ja nur eine Nebenrechnung. Ja, als nächstes setze ich weitere Punkte für z ein, und zwar sollen das die Punkte sein, die hier auf dieser reellen Achse liegen. Ja, ich gehe also hier vom Punkt 0, 0 nach rechts. Das heißt, ich ändere nur den Realteil x und frage mich jetzt, was für Auswirkungen wird das auf das Bild haben? Ja, das sieht man ja hier, wenn ich nur dieses x ändere, das ist dieses x hier, dann ändert sich nur der Betrag. Der Winkel bleibt ja gleich. Das heißt, wenn ich hier nach rechts gehe, wird hier etwas entstehen, was auch nach rechts geht. Von hier aus gesehen, ne? Nicht nach oben oder unten oder so. Ja, das Ganze wird einfach nur gestreckt. Und zwar, wenn ich hier bis zur Zahl 1 gehe, ich male das jetzt mal hier so in blau, für alle Farbenblinden. So, das ist blau, das Koordinatensystem ist schwarz. Ich gehe jetzt hier auf diesen blauen Pfeil nach rechts. Ja, dann gehe ich also hier, dann vergrößere ich x. Ja, und deshalb ändert sich der Betrag, der wird auch größer, und zwar um e hoch x. Ja, wenn ich hier die 1 einsetze, ich bin ja jetzt bis zum Realteil 1 gegangen, wenn ich hier die 1 einsetze, habe ich e hoch 1 und das ist e. Das heißt, wenn das hier 1 ist, dann ist das 2 und dann ist hier ungefähr 2,7, also e. E ist die Eulersche Konstante und hier mache ich jetzt mal hier so einen Strich. So, also nochmal, was habe ich gemacht? Ich bin vom Punkt 0, 0 bis zum Punkt 1, 0 gegangen. Das heißt hier, mein Realteil ist von 0 auf 1 gestiegen und deshalb ist auch der Betrag gestiegen von 1, ne, e hoch 0 ist 1, bis nach e, denn e hoch 1 ist gleich e. Ja, und da sieht man, dass wir da ein exponentielles Wachstum haben, denn ich bin ja nur um 1 nach rechts gegangen, aber im Bild bin ich um e minus 1 nach rechts gegangen. Ne? Die 1 muss ich ja hier abziehen, das ist ja klar. Ja, aber auf jeden Fall ist es ein exponentielles Wachstum. Als zweites machen wir jetzt Folgendes. Wir verändern wieder den Realteil, aber wir starten an einem anderen Punkt. Und zwar hier. Das mache ich jetzt in Rot. Ne? Das war in Blau, jetzt kommt die Farbe Rot. Und der hat die Koordinaten 0, ne, der liegt ja über dem Ursprung, der hat die Koordinaten 0 und der Imaginärteil, den, da nehmen wir mal Pi halbe. Ne, Pi halbe sind übrigens 90 Grad. Okay, da starten wir jetzt also und wir gehen hier wieder nach rechts, das heißt wir verändern den Realteil von z genauer gesagt. So, bis wir da sind. Ja, also bestimmen wir erstmal hier den Startpunkt. Wo finde ich diesen Startpunkt hier im Bild? Ja, mache ich wieder das, was ich immer gemacht habe. Ich setze den Realteil, also 0, hier ein für x. Ne? Dann habe ich e hoch 0 und e hoch 0 ist 1. Und ich habe den Imaginärteil Pi halbe. Und der Imaginärteil ist im Bild der Winkel. Also habe ich den Winkel Pi halbe. Ja, ich schreibe es mal hin. E hoch I mal Pi halbe. Oder ich kann auch schreiben 90 Grad. Ist vielleicht anschaulicher. Pi halbe sind 90 Grad. Ja, und jetzt kann ich das Bild angeben. Also das Bild dieses runden Punktes hier, des Startpunktes. Ja, das Bild hat den Betrag 1, liegt also irgendwo auf dem Einheitskreis und hat einen Winkel von Phi, ne, 90 Grad, das ist ja Y, das heißt der Winkel, einen Winkel von 90 Grad. 90 Grad auf dem Einheitskreis,
Also, da liegt mein Startpunkt. Okay. So, jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt von hier nach hier gehe, wo liegt der Endpunkt, den ich hier habe im Bild? Wo liegt der? Ja, setzen wir doch einfach wieder die Koordinaten des Endpunktes ein. Der Endpunkt hat die Koordinaten x gleich 1 und y gleich pi halbe. X gleich 1 ergibt e hoch 1 und die y-Koordinate pi halbe ergibt den Winkel pi halbe oder 90 Grad. Ja? Das heißt hier, dieser Endpunkt hat einen Winkel von pi halbe. Das heißt, der wird irgendwo in diese Richtung zeigen, hier nach oben. Ja? Und ein Betrag von e hoch 1, das ist e. Ja, und wenn das hier 1 ist, dann habe ich ungefähr 1, 2, 2,7. Hier habe ich ungefähr e. So. Das ist jetzt, wie gesagt, rot für alle Farbenblinden. Okay. Also, wenn ich mich von hier nach hier bewege, dann bewegt sich e hoch z, also das Bild, von hier nach hier. Als nächstes fragen wir uns, wie verändert sich das Bild, wenn ich z folgendermaßen verändere? Ich starte also hier unten am blauen Endpunkt und bewege mich zum roten Endpunkt, also senkrecht nach oben. Ja, und das Ganze machen wir in grün für alle Farbenblinden. So, das ist grün. Okay, ja, das ist jetzt wirklich einfach, denn wenn ich vom blauen Endpunkt zum roten Endpunkt mich bewege, ne, vom blauen zum roten Endpunkt, muss ich mich hier natürlich auch vom blauen Endpunkt zum roten Endpunkt bewegen. Ja, die Frage ist bloß, auf welchem Weg? Ja, muss ich hier so einen Weg einzeichnen oder vielleicht sogar so einen Weg hier, ne, eine Kurve? Ja, es wird eine Kurve sein. Also das wische ich mal wieder weg. Die sieht zwar nicht so schlimm aus, wie ich gerade eingezeichnet habe, aber es ist eine Kurve. Und dazu überlegen wir uns Folgendes. Wenn ich also hier starte, ich male noch mal hier einen Kreis hin, so. Also ich starte hier und bewege mich senkrecht nach oben, dann bleibt der Realteil gleich. Ja, der Realteil von z, dieses x hier. Und dieses x, wenn das gleich bleibt, bleibt ja auch der Betrag gleich. Na, wenn hier der Realteil 1 bleibt, der bleibt ja hier 1, wenn ich mich auf den grünen Pfeil bewege, ja, dann bleibt der Betrag des Bildes e hoch 1, also e. Ja, also halten wir fest, wenn ich mich hier hoch bewege, bleibt der Betrag des Bildes gleich und das ist nur möglich, wenn ich mich auf einem Kreis bewege. Denn nur die Punkte auf diesem grünen Kreis hier haben den Betrag e. Ja, das ist ja klar. Also, wenn ich mich von hier nach hier oben bewege, bewege ich mich von hier nach hier. So, jetzt gehen mir langsam die Farben aus, aber ich versuche es mal mit Gelb. Und zwar gehen wir jetzt hier vom Ursprung zum Punkt 0 Pi halbe. Also wir bewegen uns hier hoch. Gut, also wir gehen hier vom blauen Anfangspunkt zum roten Anfangspunkt. Also von hier nach hier. Ja, aber wieder die gleiche Frage, auf welchem Weg, gerade oder auf einer Kurve? Ja, die Antwort ist wieder gleich, ne? Denn wenn ich mich hier hoch bewege, bleibt der Realteil 0, der Realteil von z, ne, dieses x hier, der bleibt 0 und e hoch 0 ist 1, das heißt, der Betrag bleibt 1, ich bewege mich wieder auf einem Kreis und diesmal ist es der Einheitskreis. Ne, das war hier der Kreis mit dem Radius e, sozusagen der e-Kreis. Jetzt bewegen wir uns hier auf dem Einheitskreis.
So, und jetzt sieht man sehr schön, wenn ich mich also hier nach oben bewege, entspricht das in der W-Ebene einer Drehung. Ja? Und wenn ich mich hier um Pi halbe nach oben bewege, entspricht das einer Drehung um Pi halbe. Und wenn ich jetzt noch weiter nach oben gehen würde, zum Beispiel bis nach Pi, heißt das, ich drehe mich dann hier um Pi. Dann bin ich irgendwo hier. Ja, und wenn ich dann noch weiter nach oben gehen würde, drehe ich mich hier immer weiter, bis ich wieder am Anfang rauskomme. Ja, also je höher ich hier gehe, desto mehr dreht sich hier dieser Zeiger. Als nächstes bewegen wir uns vom blauen Anfangspunkt, das ist hier, zum roten bzw. grünen Endpunkt, das ist hier. Ne? Also ich male es mal auf. Ich starte hier und möchte hier hin. Dann nehmen wir jetzt mal die Farbe Schwarz, die hatten wir noch nicht. Okay. Ja, die Frage lautet nun wieder, wenn ich vom blauen Anfangspunkt zum roten Endpunkt mich bewege, wie verläuft dann im Bild hier dieser Weg vom blauen Anfangspunkt zum roten Endpunkt? Ne? Vielleicht hier so. Wahrscheinlich nicht, aber da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken. Gut, das Erste, was wir uns überlegen, ist Folgendes. Dieser Weg hier verläuft nicht auf einem Halbkreis. Ne? Das hatten wir hier, das Gelbe und das Grüne ist ein Halbkreis. Ja, aber das kann ja nicht sein, denn ich habe ja hier beim blauen Anfangspunkt einen Radius von 1 und hier habe ich einen Radius von e. Ja, also kreisförmig kann es schon mal nicht sein. Das funktioniert nicht. Gut, das kann ich wieder wegmachen. Ja, das Zweite, was wir uns überlegen, was wäre denn oder könnte es sein, dass ich hier vom blauen zum roten Endpunkt hier so gerade gehe? Ja, das würde bedeuten, ich müsste irgendwie hier diesen Einheitskreis schneiden. Kann das sein? Ja, wenn ich den Einheitskreis hier schneide, dann bin ich innerhalb des Einheitskreises. Das heißt, mein Betrag wird kleiner als 1. Kann das sein? Kann der Betrag kleiner 1 werden? Ja, ich mache mal ein Fragezeichen hin. Nein, ne? Und zwar sehe ich ja hier, wenn ich hier vom blauen Anfangspunkt da zum roten Endpunkt gehe, da, ja, dann nimmt ja der Realteil zu. Ja, also der Imaginärteil auch. Aber der Realteil nimmt auch zu, wenn ich mich auf der schwarzen Linie bewege. Beides nimmt dann zu. So, der Realteil bestimmt aber auch den Betrag des Bildes. Das heißt, wenn mein Realteil größer wird, wird der Betrag des Bildes größer. Ja, und da der Betrag des Bildes am Anfang 1 ist, muss er, wenn ich mich hier bewege, da muss der Betrag größer werden, also außerhalb des Einheitskreises liegen. Ja, also hier durch den Einheitskreis eine Abkürzung nehmen, hier hoch, funktioniert nicht. Ich muss außen rum. Und zwar bewege ich mich dann hier. Und zwar werde ich mich auf dieser Kurve hier bewegen, auf so einer Spirale. Ja, ich male die mal im Schwarz. So. Es wird nämlich Folgendes passieren. Wenn ich von hier nach hier gehe, vom blauen Anfangspunkt zum roten Endpunkt, dann nehmen ja gleichzeitig Realteil und Imaginärteil zu, also x und y. So, x bestimmt aber den Betrag und y den Winkel des Bildes. Ja, also kann ich sagen, sowohl der Betrag als auch der Winkel werden zunehmen. Ja, also der Winkel wird zunehmen, aber gleichzeitig auch der Betrag. Das heißt, der Betrag wird größer und deshalb laufe ich so in einer Spirale. Ja, also der Betrag wird größer, deshalb gehe ich hier nach rechts, aber der Winkel steigt an, deshalb gehe ich nach oben. Und wenn man beide Bewegungen kombiniert, also nach rechts geht und nach oben, dann kommt man hier auf so eine Spiralform. Ja, also wir halten fest, wenn ich mich hier vom Ursprung zu diesem Punkt bewege, dann bewege ich mich im Bild hier auf so einer Spirale. Gut, dann putze ich mal eben hier die Tafel, das brauchen wir nicht mehr. Das war nur eine Nebenrechnung.
So, und jetzt kommen wir zum nächsten Fall. Und zwar sind wir ja noch nicht hier in, also nach links hier gegangen. Ne? Da, wo der Realteil negativ wird. Nach links haben wir noch nicht ausprobiert. Jetzt habe ich bloß keine Farbe mehr. Deshalb nehme ich nochmal die Farbe blau, aber mache da so kleine Punkte hin. Ja, also wir gehen jetzt von hier aus nach links. So, aber da mache ich jetzt keine dicke Linie, sondern eine dünne Linie und mache da jetzt mal hier so Punkte hin, damit man die unterscheiden kann von dieser Linie hier. Gut, also wir wollen hier vom Ursprung aus, das entspricht im Bild hier diesem Punkt, wir wollen vom Ursprung aus nach links gehen. Wir fragen uns, welchen Pfad muss ich dann von hier aus nehmen? Na, muss ich dann nach oben oder unten? Oder wohin muss ich da gehen? Ja, schauen wir uns zunächst einmal den Winkel an. Also, wenn ich hier nach links gehe, dann bleibt ja mein Imaginärteil y, ne, der bleibt ja 0. Ich bewege mich ja auf der reellen Achse. So, Imaginärteil y gleich 0 bedeutet für das Bild, dass der Winkel gleich 0 ist. Das heißt, ich befinde mich irgendwo auf der positiven reellen Achse. Na, wenn ich das Bild betrachte. Ja, also wenn ich nach hier gehe, muss mein Ergebnis irgendwo hier liegen. So, die Frage ist bloß, wo liegt dieses Bild hier von diesem Stück hier? Auf der positiven reellen Achse. Ne? Liegt das hier oder da hinten oder vielleicht hier doppelt? Ja, das kann man sich folgendermaßen überlegen. Also mein Realteil wird ja jetzt negativ. Ja, mein x wird negativ. Und für das Bild bedeutet das, ich habe hier einen Betrag, der lautet e hoch minus, ja, sagen wir mal, ich gehe um 1000 nach links, e hoch minus 1000. Ja, was ist e hoch minus 1000? Ja, das ist ganz, ganz klein. Ne? Ich habe ja einen negativen Exponenten. Das ist fast schon 0. Das heißt, ich bewege mich vom Betrag her auf die 0 zu. Ja, und somit kann ich sagen, also ich hatte festgestellt, weil der Winkel 0 ist, muss ich mich hier auf dieser Achse befinden. Und wenn ich nach links gehe, wird der Betrag gegen 0 gehen, also irgendwo hier. Ja, wenn ich von hier aus nach links gehe, bewege ich mich von der 1 Richtung 0. Gut, gehen wir mal ein paar Werte durch. Ne? Also das ist jetzt nicht maßstabsgerecht, ich habe hier nicht genug Platz, aber sagen wir mal, hier wäre minus 1, minus 2, minus 3. Ja? Also stimmt vom Maßstab nicht, ist jetzt nur gut. Gehen wir mal die Werte durch. Dann habe ich hier minus 1, mein Realteil ist minus 1, mein Realteil ist x, also habe ich hier e hoch minus 1 und was ist das? Wie groß ist mein Betrag dann? Ja, 1 durch e, ungefähr so ein Drittel. Ja, also befinde ich mich ungefähr da. Ja, ganz grob geschätzt jetzt. Gut, bei minus 2, x gleich minus 2, setze ich das hier ein. E hoch minus 2 ist kleiner als e hoch minus 1. Ja, ich schätze mal so 0,25 oder so. Also gehe ich jetzt hier hin. So, jetzt bin ich bei minus 3, e hoch minus 3. Das ist noch mal kleiner. Ja? Also, ich bewege mich, wenn ich von hier nach hier gehe, Richtung Unendlichkeit meine ich, ne? Von hier Richtung Unendlichkeit in den negativen Bereich, dann gehe ich von der 1 auf die 0 zu. Aber ich habe ja gesagt, ich kann die 0 nicht erreichen. Na, denn mein Winkel ist 0. Ich kann also niemals die 0 erreichen oder darüber hinausgehen. Denn mein Winkel ist ja 0. Na, so wäre der Winkel ja 180 Grad. Also ich muss hier bleiben. Ja, und die 0 kann ich auch nicht erreichen, weil ich die vom Betrag nicht erreichen kann. Ne, die e-Funktion, das wisst ihr aus der Schule, die wird niemals zu 0. Ja, die ist immer positiv. Das heißt, wenn ich von hier nach hier gehe, bewege ich mich zwar auf die 0 zu, ich erreiche sie aber nicht. So, und jetzt sehen wir aber noch eine zweite Sache, und zwar, wenn ich hier in die linke Halbebene gehe, also in den negativen reellen Bereich, ja, also negativen Realteil meine ich, wenn ich hier in die linke Halbebene gehe, also wenn ich mich hier befinde,
wo der Realteil negativ ist, dann befinde ich mich innerhalb des Einheitskreises. Der Einheitskreis, der verläuft jetzt so und geht dann hier, wo der gelbe Pfeil ist, weiter. Ja, also kann man sagen, alles, was hier in der linken Halbebene ist, das hier, das markiere ich jetzt mal, das ist innerhalb des Einheitskreises. Und wenn hier mein Z in der rechten Halbebene ist, also da, wo der Realteil positiv ist, wenn sich mein Z hier befindet, in der rechten Halbebene, dann befinde ich mich im Bild außerhalb des Einheitskreises. Ja, also das sind die zwei Sachen, die man sagen kann. Wenn ich von hier nach hier gehe, gehe ich im Bild von hier auf die 0 zu, aber ich erreiche sie nicht. Und das zweite ist, die gesamte linke Halbebene wird innerhalb des Einheitskreises abgebildet und die rechte Halbebene wird außerhalb des Einheitskreises abgebildet. Ne, zum Beispiel hier, 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 hier und so weiter. So, das Ganze trage ich jetzt noch hier in das Diagramm ein. Ja, also ich hatte ja gesagt, hier habe ich einen blauen gepunkteten Pfeil. Und das Bild muss ich dann natürlich auch als blauen gepunkteten Pfeil zeichnen. So. Das hier ist also mein Bild. Und da hatte ich gesagt, wenn ich hier minus 1, minus 2, minus 3 habe, na, ich muss es nochmal ein bisschen sauberer machen. So. Dann habe ich hier die Punkte, also das Bild von minus 1, minus 2 und dann minus 3 ist ganz nah an minus 2, also man, weil das Wachstum verlangsamt sich. Ne? Ich komme ja nie bei 0 an. Ja, also erst geht es schnell voran, wenn ich hier auf minus 1 gehe, aber wenn ich nach minus 2 gehe, dann geht es schon hier langsamer nach links. Wenn ich nach minus 3 gehe, dann geht es noch langsamer links, denn ich komme ja nie an. Ne? Selbst wenn ich hier nach links, um eine Million Einheiten nach links gehe, bin ich immer noch nicht bei der 0. Ich komme da nie an. Ja, damit lassen wir es hier erstmal gut sein. Das ist jetzt genug. Und in den nächsten Videos, da zeige ich euch noch andere Darstellungsformen der komplexen E-Funktion. Ihr wisst ja, ich kann ja eine komplexe Funktion nicht nur in der W-Ebene darstellen, sondern auch in dreidimensionalen Raum. Allerdings muss ich dann für Realteil, Imaginärteil und Betrag separate dreidimensionale Modelle erstellen. Also hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.